war so, ich war Mitte März mit Freunden, mit denen ich in Hawaii war und einem Bekannten von mir in einem Trainingslager in Lanzarote, und wir waren dort bis zum 15. März und sind Gott sei Dank am letzten Tag des Lockdowns, des ersten Lockdowns, nach Hause gekommen, und da waren ja auch alle Bäder geschlossen und keinerlei Möglichkeiten eben zu schwimmen. Und ich konnte auch meine Schwimmkurse, meine Trainingscamps und Schwimmseminare nicht mehr durchführen, weil ja, wie gesagt, alle Bäder zufahren, Sportstätten geschlossen und so weiter. Und dann kam mir die Idee, eben im Garten gegebenenfalls einen Swimmingpool zu bauen. Aber da war dann ja auch die Situation so, dass der Swimmingpool, den ich kann ich ja eigentlich nur von Anfang am Mai bis Oktober nutzen, und dann muss ich wieder ins Bad oder kann ich nur im Bad schwimmen. Und dann war meine Idee eben, mir einen Strömungskanal zu bauen, und habe mich dann da wochenlang damit beschäftigt und verschiedene Produkte angeschaut und habe mir gedacht, wo kann ich das Ding am besten installieren. Und so habe mich dann mit verschiedenen Herstellern auseinandergesetzt und habe mich dann im Endeffekt für den Swimpool entschieden. Ein Freund und guter Bekannter, der bei mir auch beim Triathlon in Ingolstadt war, der Onko, der in Triathlon Winkel, den Holland, einen Triathlon-Laden betreibt und der bei uns auch schon auf der Triathlon-Messe in Ingolstadt war, den habe ich dann kontaktiert und habe ihn eben gefragt. Ich wusste ja, dass er einen Strömungskanal betreibt, den auch bei der Challenge Road zum Beispiel mit dabei hat, um eben dort seine Neos zu testen. Habe ihn dann kontaktiert und hat er mir gesagt, ja, also Gerhard, ich habe einen Endless Pool, aber den verkaufe ich jetzt, und ich habe jetzt einen neuen Hersteller, Swim. Und dann bin ich nach Holland gefahren zu ihm im Laden, habe mir dann das Ding angeschaut und bin es auch bei ihm Probe geschwommen, und dann habe ich mich dafür entschieden, mir auch einen Swim zu bauen. Okay, und dann habe ich mich eben für den Swim entschieden, und der Unterschied zu den anderen Strömungskanälen ist eben erstens mal die Gegenstromanlage und dann auch der Aufbau des Pools. Also für mich war es wichtig, dass innerhalb des Pools keinerlei Ableitungskanäle sind, eben für das Wasser, das in die Schwimmanlage zurückgeführt wird. Und das ist beim Swim so, dass das Wasser abläuft und dann über seitliche Ableitungsmöglichkeiten wieder zurück in die Maschine geführt wird. Und beim Swim gibt es drei verschiedene Modelle, eben den Standard, den Professional und den Olympic. Und bei diesen Modellen unterscheidet sich der Standard und der Professional mit einer Turbine, mit einem Propellerantrieb, der mit einem Propeller angetrieben wird, und bei der Professional, beim Olympic sind es zwei Propeller, die seitlich die Maschine antreiben und einen deutlich besseren Abstrom, Gegenstrom, viel ruhigeres und eine bessere Wasserlage ermöglichen. Die Topgeschwindigkeit bei dem Swim Olympic ist eine Maximalgeschwindigkeit von 47 Sekunden auf 100 Meter. Und das ja Besondere an der Anlage ist, dass jeder Athlet sich über einen Account in die Schwimmanlage einwählen kann. Also er meldet sich bei mir in dem Portal an, legt einen Account an, kriegt dann eine fünfstellige Nummer, und mit dieser Nummer kann er dann bei mir sich in das System einwählen und sein eigenes Trainingsprogramm gestalten. Also er hat die Möglichkeit, diverse Trainings, Intervalltraining, Kraftausdauertraining, Grundlagenausdauertraining und so weiter mit bis zu 50 Splitzeiten zu generieren. Und wenn er das Training dann hat, wählt er sich in die Anlage ein, gibt seinen Anmeldecode, seine fünfstellige Nummer ein, und dann macht die Anlage, wenn du auf Start gehst, genau, spielt die das Trainingsprogramm ab. Du hast auch die Möglichkeit, per Handbedienung die Anlage zu betreiben, also eigenes Schwimmprogramm über Fernbedienung oder über den Zugang zum Online-Zugang. Und was uns bzw. hier noch von mir eingebaut wurde, sind vier Kameras, also eine von oben, komplette Ansicht vom Oberkörper, also mit die Beine,
dann eine Kamera von der Seite, Oberkörper, eine Kamera von den Beinen und eine variable Kamera, die ich vorne für Frontalaufnahmen oder sonstige Aufnahmen einsetzen kann. Also was angeboten wird, das sind Schwimmanalysen, 30 Minuten, 45, 60 Minuten, 90 Minuten, Einzeltraining inklusive Videoanalyse. Der Teilnehmer bringt seinen USB-Stick mit und dann bekommt er sofort nach der Schwimmsession auf dem USB-Stick seine Videos mit. Dann besteht die Möglichkeit, Gruppentraining anzubieten. Das ist derzeit ja leider nicht möglich wegen Covid. Bis zu 4 Personen, die an einem Samstagvormittag zum Beispiel die Schwimmanlage testen können und auch dementsprechend die Videoanalysen durchgeführt werden können. Okay, die Athleten können natürlich selbstverständlich ihre eigenen NIOs testen. Wir haben auch Brand von Hoop, Orca, Aquasphere und Phelps im Programm und auch von allen Herstellern das dementsprechende Schwimmequipment wie Schnorchel, Paddles, Flossen und so weiter. Die Teilnehmer können vor Ort bei Bedarf die NIOs auch gleich kaufen oder sollten die Größen nicht vorhanden sein, können sie es auch bestellen, können die NIOs auch testen und müssen die auch nicht kaufen. Derjenige, der sich für einen Kauf von einem NIO entscheidet, kriegt die Schwimmanalyse dann kostenlos mit dazu. Ja, das Buchen läuft dann über die Website, da gibt es ein Buchungstool. Man geht dann direkt auf die Website, geht auf den einzelnen Button, zum Beispiel Schwimmanalyse, und dann kann man das Ding online buchen, dann ist der Termin geblockt. Und dann kommt der Athlet oder die Athletin und kann dann dementsprechend die Videoanalyse durchführen.